Schönen guten Tag, meine Damen und Herren des Viva-Unterhaltungsprogramms am Nachmittag. Ich hab die Hand in meiner Hose. Welcher Junge wärst du? Wir sind Fräulein Wunder und wir sind eine Mädchenband. Ich kauf mir Playboy, saufe Bier. Aber eigentlich sind wir die Mädchenband. Und wenn wir Größen vergleichen. Fräulein Wunder ist was ganz Besonderes und was Neues. Wir ergänzen uns gegenseitig. Steffi ist eigentlich echt einfach so der Rock'n'Roll-Faktor. Alleine wenn ich auf der Bühne stehe und die Scheinwerfer auf meiner Haut fühle, man bekommt Herzklopfen, man bekommt Gänsehaut. Ich würde mich selber. Pia ist einfach die heißeste Schlagzeugerin, die es auf dem Stern gibt. Ohne Pia hätten wir wahrscheinlich nie eine gescheite Bandprobe, in der wir auch mal weiterkommen musikalisch. Kerstin ist total niedlich. Sie ist sowas verliebt in ihre Gitarre. Sie schläft, glaube ich, mit ihrer Gitarre. Welcher Junge wärst du? Welcher Junge wärst du? Auf jeden Fall war ich auf einem Konzert, hat Steffi mit ihrer damaligen Schulmädchenband ist aufgetreten. Habe ich sie gesehen, habe ich sofort in sie verliebt und habe sie angesprochen, ob sie nicht Bock hätte, mit mir Musik zu machen. Vergleich machen, haben die anderen. Ich spiele Bass. Shanti singt, das war schon klar. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Schlagzeugerin und eine Gitarristin. Ich kenne da so zwei Mädels aus meiner Schule, die sind echt cool. Die hat dann auch noch Pia und Kerstin mit ins Boot geholt. Ja, dann haben wir so ein bisschen Musik gemacht. Wir vier Mädchen zusammen als Fräulein Wunder sind natürlich, jeder Einzelne ist komplett anders. Aber wer wir genau sind, das seht ihr jetzt. Ich bin Shanti Wunder von der Band Fräulein Wunder. Ich singe, ich bin so explosiv und tanze und lache und springe und hab ganz viel Spaß. Und sie sollten auch ganz viel Spaß haben, denn jetzt komm ich. So ein Mensch wie Shanti habe ich noch nie vorher kennengelernt. So Shanti ist auf alle Fälle eine Zuckerwatte, Seifenblasenprinzessin mit Flügeln. Sie ist nicht so wie jeder, sie ist einfach eine ganz starke Persönlichkeit, mit der ich einfach total gut auskomme und ich bin echt froh, dass ich die kennengelernt habe. Shanti ist einfach nur bunt. Ich kenne niemanden, der diesen Style hat, den Shanti hat. Shanti ist super bunt und verrückt und Shanti ist ein unglaublich tolles Mädchen. Shanti muss man kennen, kann man nicht beschreiben. Um das Zwerchfell am besten zu trainieren, macht man solche Laute. Meine Familie. Meine Mama und mein Papa waren mal zusammen. Und in dieser Zeit, wo sie zusammen waren, haben sie... Die haben Sex gehabt, oh mein Gott. Meine Mama, die heißt Yvonne. Ich nenne sie liebevoll Martina manchmal. Wenn ich sie ärgern will, dann ist es ihr Zweitname. Jörg ist mein Stiefpapa, die haben geheiratet. Ich weiß gar nicht mehr von wie vielen Jahren, das ist ganz schön peinlich. Also der Harry, das ist mein Papa. Einmal bitte da. Hallo. Wie hast du die Mama kennengelernt? Du saß mir irgendwie gegenüber und da habe ich mir gedacht, wow, was ist denn das? Und dann bin ich dann, wie man das halt so macht, erstmal irgendwie geblinzelt und so. Und dann war hingegangen und dann hat es so ein Jahr gedauert, dann warst du auf einmal da. Ja, dann ist es mit der Mama halt ein bisschen auseinandergelaufen. Wir haben uns halt eine Weile nicht mehr gesehen. Direkt da hinten im Stadion hatte ich schon die Eiskunstlauf gemacht. Da war ich immer am Start und hab das... Aber eigentlich wollte ich ja Eiskunstläuferin werden, ne? Richtig, aber du warst, jetzt kann ich dir sagen, du warst nicht so gut wie manche anderen da. Bestimmt wäre ich dann die größte Prinzessin, Eisprinzessin der ganzen Welt geworden. Aber jetzt bist du halt nur mal Rockstar geworden. Ja, stimmt. Ist vielleicht auch ein bisschen cooler. Ich habe eine Gitarre zu Hause und da hat die Shanti so ein paar Akkorde geklampert und ich habe halt mit ihr irgendwie ein paar Songs gemacht. Und dann habe ich schon gemerkt, oh Manu, die kann ja jetzt schon, selbst mit 10, irgendwelche zweiten Stimmen super singen. Am nächsten Wochenende haben wir uns gesehen, kam sie wieder zu mir und hat gesagt, Papa, ich habe einen Text geschrieben. Ich habe eine Oma, die ist total verrückt. Meine Oma hat ein Plastikknie gehabt, weil das halt irgendein Scharnier da drin war und dann habe ich halt so gemeint, ja, eigentlich ist ja meine Oma, ist ja eigentlich eine Plastikoma, weil sie hat ja Plastikknie. Plastikoma. Ja, und so war das dann. Dann haben wir es auf Minidisc aufgenommen. Und dann zwei Jahre später, also mit 13, wir haben diese Urversion noch ein bisschen aufgepäppelt und Shanti einfach mal singen lassen, was auch wirklich super geklappt hat. Das hat super geklappt. Und dann habe ich mir gedacht,
Es wäre doch geil, eigentlich eine Band zu haben. So. Ich finde Musik machen in erster Linie tausendmal wichtiger als ein Star zu sein. Mir würde es auch reichen, nur Musik zu machen. Ich glaube, das Star-Sein ist eine Nebensache, die man halt auch machen muss. Ich bin überzeugt von dir.